mein Chef ist in Urlaub. Und ich trage die Verantwortung für den Wareneingang. Die Butter hier, die kann ich mit gutem Gewissen jedenfalls nicht verantworten. Das habe ich alles in der Gewerbepolizei gesagt. Ja, also jetzt mal der Reihe nach, Herr Wind. Die Lieferung der Nordfett GmbH kam also in Wirklichkeit von einer Firma Schöffler und Co. Ja, mit der wir noch nie etwas zu tun hatten. Und die ist, wie gesagt, ein Extrahierwerk. Extrahierwerk? Ja, das die Rückgewinnung besorgt, Herr Roth. Ich vermute Folgendes. Die Butter wird aus irgendetwas zurückgewonnen. Durch Extraktion, verstehen Sie? Extraktion, ja. Sowas hat man doch schon mal. Ja, Subventionserschleichung, Herr Roth. Waren aus EG-Beständen werden ausgeführt und wieder eingeführt. Bei der Ausfuhr wird Subvention gewährt. Darum geht es. Komplizierten Rechtsvorschriften bei der Subventionierung innerhalb des europäischen Agrarmarktes können heute selbst von Experten nicht mehr überschaut werden. Es ist daher nicht weiter erstaunlich, dass hier in diesem Wildwuchs von Vorschriften eine Kriminalität, Wirtschaftskriminalität üppigen Ausmaßes gedeiht. Man kann sogar wissenschaftlich gesehen die Feststellung wagen, dass das Subventionswesen ein kriminogener, also kriminalitätserzeugender Faktor ersten Ranges ist, weil hier Leistungen staatlicherseits ausgeschüttet werden, denen kein Zwang zur Erbringung einer Gegenleistung gegenübersteht. Die Erscheinungsformen dieser Subventionskriminalität sind vielfältig. So werden etwa für den menschlichen Genuss völlig untaugliche Lebens- und Genussmittel in Form von Fantasieprodukten hergestellt, einzig und allein zu dem Zweck, Subventionen zu erschleichen. In unserer Spielhandlung geht es um ein sogenanntes Karussellgeschäft, also ein Geschäft, bei dem ein und dieselbe Ware mehrfach über die europäischen Grenzen hin und her bewegt wird und dann mehrfach subventioniert wird. Dass selbst in solchen Fällen offenkundigen Missbrauches die europäischen Behörden nach geltendem Recht machtlos sind, wird die folgende Handlung ebenfalls zeigen. Der Kaffee, Herbert? Ja, komm. Wie Donnerwetter. Das duftet aber. Wer ist der Kaffee oder deine Blumen? Ja, beides. Ha! Die Margarine. Ja, was denn? Ich hätte auch mit Butter vorlieb genommen. Du wirst doch deinem Prinzip nicht untreu werden, hm? Wie? Na ja, natürlich. Heißt ja immer wieder, Margarine ist gesünder. Na, für wen? Für die Margarineindustrie? Dasselbe sagen die Butterhersteller. Aber ich glaube, alles zu seiner Zeit, ne? Ja, das sieht allerdings auch ganz gut aus da. Das ist lose Butter vom Fass von Frau Klüver. Von wem? Na, unten aus dem kleinen Tante-Emma-Laden, weißt du, da an der Severinskirche. Die Leute kaufen wie toll. Probier mal. Ja. Gut? Sehr gut, ja. Das müsste bloß billiger sein, weißt du, wo die doch immer vom Butterberg reden. Aber die billige, die kommt nach Russland. Russland? Überhaupt ins Ausland. Erst gibt es Subventionen dafür, dass möglichst viel Butter erzeugt wird, und dann gibt es Subventionen zum Export in die Drittländer. Sag mal, du hast heute Morgen darauf abgesehen, mich an meine Arbeit zu erinnern, ja? Du sagst doch immer, ich soll mich informieren. Und im Wirtschaftsteil, da stehen sehr interessante Sachen. Darum habe ich mich früher niemals gekümmert. Donnerwetter, sehr großartig. Ja, kannst du direkt bei uns anfangen. Wirtschaftsexperten sind rar bei der Polizei. Ja? Was zahlst du? Zahlen? Na ja. Darüber reden wir nachher. Lass mich jetzt mal in Ruhe frühstücken hier. Im April 200 Tonnen weniger. Im Mai 220, im Juni 216. Im Winter wird's auch nicht besser. Der Verbrauch geht allgemein zurück. Den Leuten geht's zu gut. Ihnen schmeckt nicht mal mehr Butter. Ja, schmecken tut sie schon. Aber die Preise. Dann noch die Meldungen in den Medien, Subventionen für den Butterberg, da schnallen viele ab. Wir hätten uns eben rechtzeitig um den Osthandel kümmern sollen. Da sind uns andere zuvor gekommen. Mir dürfen Sie keinen Vorwurf machen. Ich habe ein paar Mal von der Ausfuhr nach dem Ostblock gesprochen. Aber was, da war doch kaum ein Verdienst drin. Aber jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Und der Staat legt auch noch schön was dazu. Was meinen Sie, Herr Wacher?
Sollten wir es nicht mal versuchen? Oh, siehst du wieder schick aus. Ich mach schon auf. Danke. Dr. Roland, herzlich willkommen. Entschuldigen Sie die kleine Verspätung, Herr Klaus, aber ich habe schon Ihrer Frau erklärt. Erst zweimal oder dreimal verfahren, ja, das gehört dazu. Jeder, der das erste Mal zu uns rauskommt, macht das durch. Lohnt sich aber aus der Stadt raus, wer das kann. Ohne Wagen ist man eine grüne Witwe. Wollen wir erst mal einen Aperitif nehmen? Gern. Meine Frau will uns gleich ihre neue Muschelsuppe vorsetzen, Dr. Roland. Ihr Besuch hat ihr Mut gemacht. Ich verstehe. Na ja, wenn ein Lebensmittelchemiker mit ist, kann nichts passieren. Das ist gut. Ah, ein echter Patzold? Sowas würde meiner Frau auch gefallen. Das liegt ja nicht außerhalb des Möglichen. Wenn man es richtig anfängt. Verrückt geworden. Wegen des laufenden Rückganges der Nachfrage in den letzten Wochen, das kann jeder sagen. Kann doch keine 300 Tonnen Butter zurücknehmen. Wie stellen die sich das vor? Nicht aufregen, Herr Werner. Wir können die Leute doch nicht vor den Kopf stoßen. Aber die mich, was? Ist denn Klaus immer noch nicht zurück? Oder ist der noch anderswohin? Nur zu diesem Dr. Roland. Ich weiß ja nicht, was er dort überhaupt will. Sie werden es verwinden. Sonst was Wichtiges? Das Übliche. Danke. Morgen. Da ist ja Herr Klaus. Machst du nicht sagen. Frau Pelz braucht dringend eine Tasse Kaffee. Gern, Herr Klaus. Danke. Ah, was ist mit der Bestellung von Meyer und Co.? Meyer und Co., das ist doch jetzt nicht so wichtig, Herr Werner. Wieso nicht? Weil Sie wissen doch genau, wo ich herkomme. Von Dr. Roland. Vom Lebensmittelchemiker. Na und? Meine Idee war es doch nicht. Meine Güte. Wenn man Sie so reden hört, möchte man meinen, es interessiert Sie überhaupt nicht. Also schön, ich höre. Er kann was machen. Er kann. Verstehen Sie? Und zwar? Eine Art Würze. Eine Flüssigkeit zur Verbesserung von Speisen. Eine Würze? Warum denn keine Mayonnaise? Mayonnaise ist Butter doch viel ähnlicher. Mayonnaise wird aus Öl hergestellt, Herr Werner. Und da ist Pfeffer drin. Der lässt sich bei der Rückgewinnung nicht wieder herausbringen. Und es muss doch wieder Butterfett werden. Haben Sie schon mal gepfefferte Butter gegessen? Naja, und die zurückgewonnene Butter, was machen wir damit? Ich meine, die wird doch vom Hin- und Herschicken nicht gerade besser. Ein Sonderangebot, was denn sonst? Oder an die Bäckereibedarfsgesellschaft. Das zurückgewonnene Butterfett ist 100% einwandfrei, hat Dr. Roland ausdrücklich versichert. Mhm. Aber erstmal kommt es als Würze zurück. Nachdem wir vorher zunächst den Posten Butter ausgeführt haben, Herr Werner. Und für die Ausfuhr kassieren wir erstmal Subventionen. Das wollten Sie ja. Am Ostgeschäft beteiligt sein, oder? Ja, ja. So, dann kommen Sie mal, Frau Scholz. Hier, alles Vorgänge, die mit den Bestimmungen der EG zusammenhängen. Und da wir von diesen Bestimmungen noch nicht genug haben, flattern uns alle paar Tage neu auf dem Schreibtisch. Dafür bin ich ja jetzt hier, Herr Roth. Ja, na, hoffentlich lässt man Sie auf, Frau Scholz. Wir hatten nämlich schon mal die junge, tüchtige Mitarbeiterin. Aber was tat man? Man versetzte sie einfach in ein anderes Sonderkommissariat für Wirtschaftsstraftaten. Kaum, dass sie bei uns laufen gelernt hat. Ich kann schon laufen, Herr Roth. Das ist schön zu hören. Auf jeden Fall freuen wir uns, Sie hier zu haben. Das können Sie mir glauben. Wenn Sie allerdings erst mal anfangen, sich hier durchzuarbeiten, hoffentlich lässt Ihr Optimismus Sie dann auch nicht im Stich. Wenn Sie mir helfen, bestimmt nicht. Na prima. So kommen wir bestimmt zurecht. Na, also, dann vertiefen Sie sich mal schön rein, ja? Wie viel? 10.000? Bedenken Sie, was dabei für uns herausspringt. 10.000 gute deutsche Mark für eine Würze? Der verdient sein Geld ja leichter als wir beide. Bitte, Herr Werner, wir wollen doch vorankommen. Junge, Junge. Ja? Ach, Frau Pelz, stellen Sie es nur her. Ja, wir bitten uns dann selbst. Danke sehr. Danke sehr, Frau Pelz. Also, nochmal zusammengefasst, wie soll die ganze Sache ablaufen? Zuerst, Verkauf unserer Butter an die Balkan-Ex und Impro Sofia. 5 Millionen Kilo. Abzuwickeln über Ihren Freund René Schatz in Basel. Oh, der Schröpfling, das mir schwarz vor Augen wird. Denken Sie an die Subvention. 5 Millionen Kilo sind kein Pappenstiel. Und wer soll diese Menge wirklich abnehmen? Ich meine, die Bulgaren haben ja nichts bestellt. Die nehmen Sie auch nicht ab. Die verarbeiten Sie ja nur. Nach dem Rolandschen Rezept. Nach dem Rolandschen Rezept. Zuwürze. Für die dieser Mensch dann 10.000 Mark kassiert. Er kriegt sie ja nicht nur für das Rezept, sondern dass er den Mund hält. Schön. Und dann? Wenn die Würze zurückkommt, was machen wir damit?
Wir lassen das Butterfett wieder raus extrahieren. Und das Butterfett... Oh, da sehe ich noch Schwierigkeiten. Nein, nicht, dass mir der Plan an und für sich völlig missfiele. Was sagt denn der Zoll zu der Würze? Nichts. Die Einfuhr ist völlig legal. Zweitens, das Rausextrahieren des Butterfetts. Wie stehen die Behörden dazu? Neutral, Herr Werner. Die Gewinnung von Butterfett aus verwandten Produkten ist ebenfalls legal. Natürlich, der Zusammenhang muss verborgen bleiben. Das heißt, es empfiehlt sich, dass in der Würze alles gut vermengt ist. Versteckt wäre richtiger. Naja, und wer soll denn das Extrahieren machen? Schüffler und Co.? Schaffen die solche Mengen? Und werden die nicht aufmerksam? Ich habe schon dran gedacht. Wenn wir denen noch das Abpacken überlassen, ist das für die ein schöner Auftrag. Oh, Sie meinen zu Haushaltbutter? Oder für Großabnehmer. Ich bin schon dabei, unsere Kunden anzuschreiben. Sonderangebot. Verstehen Sie? Das klingt alles recht vernünftig. Trotzdem, ich muss mir die Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen. Jetzt, wo der Chemiker schon eingeweiht ist. 10.000 Mark? Also meinetwegen. 5.000. Wie bitte? Aber ich krieg auch nicht gleich den ganzen Betrag, wenn ich einen Abschluss mache. Gut, ich werde mit Dr. Roland sprechen. 5.000 Anzahlungen und keinen Pfennig mehr. Und wenn ihm das nicht passt, dann soll er sagen. Okay, ich sage ihm Bescheid. Frau Pelz? Ja? Bitte sofort eine Verbindung mit Röme Schatz in Basel. Ach, Quatsch. Kommen Sie gleich mit dem Block. Land, zu Dr. Roland, bitte. Labor, erster Stock, Sie werden erwartet. Danke. Sagen Sie mal, fällt's nicht auf, wenn wir uns nach Feierabend hier treffen? Ich darf noch meinen Dienst private Aufträge ausführen. Vertraglich zugesichert. Na dann. Eine freudige Überraschung ist der anderen wert. Die Würze. Reichlich dunkel, wie? Die Würze sieht heller aus. Fast buttergelb, könnte man sagen. Aha. Zum Wohl. Zum Wohl? Ein Magenbitter. Eigene Herstellung. Ah. Der Brauch stammt noch aus meiner Laborantentätigkeit. Prost. Prost. Na, ich will mal sagen, gelungen. Dann wollen wir mal zur Sache kommen. Da. Aha. Sie können ruhig mal probieren, wenn Sie wollen. Aber nur wenig, wenn ich bitten darf. Ist ja zum Würzen bestimmt. Ich habe zu Hause schon mal Probe gekocht. Also sagen wir mal Kartoffelsalat und so. Da macht es sich ganz gut. Anstelle von Mayonnaise beispielsweise. Schmeckt ziemlich nach, oder? Mein Problem ist das Herausextrahieren des Butterfetts, Herr Klaus. Ich musste es so mixen, dass der Buttergeschmack nicht zu stark verfremdet wird. Verstehen Sie? Na schön. Hauptsache, es kommt durch den Zoll, wenn man dort eine Probe nimmt. Wenn Sie ihn nachspülen wollen? Aber gern. Zum Wohl. Zum Wohl. So, bitte schön, Dr. Roland. Wenn alles klar geht, gibt's die zweite Hälfte. Warum sollte es nicht? Eben. Besteht also kein Grund zur Ungeduld. Na dann. Die Teigwaren, Kinder! Der LKW verbaut uns den Hof! Beeilt euch mal ausnahmsweise! Hey, Herr Wind, nur mal nicht so hastig. Ich habe eine Frage. Sarah Becker, na, machen Sie Geschäfte. Na, Ärger, was denn sonst? Sagen Sie, Sie haben uns da ein Sonderangebot angekündigt, preiswerte Butter. Du warst gerade drüben in der Kühlabteilung. Also, wir haben kein Sonderangebot. Also bloß die teure Butter. Muss jeden Tag kommen, Herr Becker, jede Stunde. Ja, tut mir leid, der Lieferant hat uns in den Sand gesetzt. Keine Butter? Ich denke, die Lager sind voll. Sie wollen doch billige, nicht? Naja, also 20 Pfennig unterm Normalpreis ist so nicht die Welt. Nehmen Sie die normale, davon haben wir genug. Dass das nur auch wieder nicht. Ich gebe 15 Pfennig an meine Kundschaft weiter. Das lockt mir Leute ins Geschäft. Na also. Ich kann Sie ja anrufen, sobald der Transport da ist, okay? Ja, okay. Wiedersehen. Sie, ich verlasse mich drauf. Machen Sie gleich mal eine Verbindung mit der Nordfeld. Aber Herr Wind, ich bitte Sie, die Lieferung muss jeden Augenblick bei Ihnen eintreffen. Was glauben Sie? Die Großhändler reißen uns die preiswerte Butter nur so aus den Händen. Wir kommen gar nicht nach. Wie bitte?
Na, ist doch klar, Herr Wind. Ich werde sofort mit meinen Prokuristen. Gut, gut. Wiederhören. Frau Pelz! Frau Pelz, wo steckt denn Klaus? Da. Na, endlich. Was ist denn? Wo stecken Sie denn? Muss ich mich von diesem Heringsbändiger anmüden lassen? Von diesem Herrn Wind von der Garant? Hat er nach der Butter gefragt? Was ist denn das für eine Frage? Handeln wir etwa mit Damenstrümpfen? Also was ist? Rollen die Lieferungen endlich? Aber ja. Frau Pelz, könnte ich einen Kaffee haben? Ja. Ist doch alles bestens. Ein paar Anfangsschwierigkeiten bei Schöffler und Co., aber jetzt läuft's. Das habe ich doch gleich gesagt. Die sind zu klein für diesen Riesenauftrag. Na und? Klappt's mit dem Extrahieren? Aber ja. Na prima. Ich hatte die Manschetten, echt. Wovor denn? Vom Extrahieren? Von allem Anfang an. Ob die Bulgaren auch die richtige Mischung machen und dann beim Zoll, ob die Würze auch durchkommt. Schön, nun ist ja alles bon. Ja, bis auf Dr. Roland. Der kriegt noch einen zweiten Scheck. Geben Sie ihm doch einen. 1000 Mark Abschlag. Nee, das können wir nicht machen. Der Mann hat uns das Rezept hergestellt. Jetzt muss korrekt abgerechnet werden. Einen Scheck für Dr. Roland, Frau Pelz. 4000. 5000! Herr, geh noch mal. Regen Sie sich doch nicht auf. Also schön, 5. Ich muss mal wieder zu Dr. Bergmann. Wissen Sie, diese Aufregung. Ja, bitte schön. Sieht gut aus. Mhm. Schmeckt die denn auch? Kosten Sie mal. Muss das sein? Was unseren Kunden bekommt, bekommt Ihnen auch. Ich weiß nicht recht. Dr. Bergmann hat mir Butter verboten. Ja. Sagen Sie mal, wo bringen Sie denn die Butter her? Vom Nordpol? Wer ist gestorben? Einen ganzen Tag Verspätung. Bestellen Sie bei Ihrem Auftraggeber, so geht das bei uns nicht. Wir haben eine Sonderwerbung gemacht für die preiswerte Butter. Und seit Tagen verärgern wir unsere besten Kunden, weil es wahr ist. Ist doch was da, oder sehen Sie? Moment mit Verspätung, nachdem ich das dritte Mal angemahnt habe, verdammt nochmal. Also erstmal, ja? Ich bin bloß der Transporteur, das heißt meine Spedition. Und zweitens. Und der Tag Verspätung, der Kalender geht doch falsch. Was soll ich denn da? Also mach keinen Terror, Mann, ja? Und erstens war auf der Autobahn gesperrt, kilometerlange Baustellen. Können Sie mir folgen? Und zweitens muss ich ein Rad wechseln, das da. Drücke ich mich allgemeinverständlich aus. Aber hören Sie doch auf mit Ihnen, rede ich doch gar nicht mehr. Da muss ich eben Geist gepuppt haben. Was? Was haben Sie gesagt? Eine Fahrt von den Kühlhallen hierher, 2 Tage. Das können Sie jemandem erzählen, der mit einem Roller Schlittschuh fährt. Von den Kühlhallen? Was ist denn für Kühlhallen, wenn ich fragen darf? Ich komme direkt von der Firma Schöffler und Co. Und das sind gut und gerne 600 Kilometer, Sie Rennfahrer. Wo kommen Sie her? Firma Schöffler und Co.? Ja, Moment mal, bringen Sie denn keine Butter von der Nordfett GmbH? Natürlich bringe ich Butter. Und nicht aus den Kühlhallen? Was ist das für eine Firma Schöffler und Co.? Handelt die auch mit Butter? Na, die stellt sie her, nehme ich doch an, ja? Ich bin bloß der Fahrer, Spedition Baumann. Steht hier auf dem Lieferschein. Die stellt sie her? Die packt sie ab, meinen Sie, ist eine Verpackungsfirma? Weiß ich doch nicht. Und dann bleiben Sie mal schön ruhig. Jetzt machen Sie erstmal eine Pause, gehen Sie rüber in die Kantine. Und nehmen Sie eine Erfrischung. Ein Verrückter. Der Mann ist verrückt. Musst du Mitleid haben. Hier, Herr Rind. Die Dauerwurst von Köppler hängt jetzt im Trockenlager. Mhm. Was? Die Wurst. Ist was? Ja. Beißen Sie mal ab. Mhm. Och, Mädchen sollen abbeißen. Probieren, machen Sie schon. Na, wie schmeckt's? Wenn Sie mich so fragen, bisschen ranzig vielleicht. Frisch vom Lieferanten. Frisch? Ja. Die soll frisch sein? Die wollen uns verladen. Firma Nordfett? Ja, von wegen. Hier. Firma Schöffler und Co. Haben wir da noch nie gehabt? Weil es ein Extrahierwerk ist. Ein was? Ein Extrahierwerk, ja, wie es im Adressbuch steht. Was ist denn das? Ein Extrahierwerk. Wir extrahieren aus irgendeiner Substanz die einzelnen Substanzen raus. Hm? Mit Zentrifugen, mit Chemikalien, was weiß ich. Aha. Wenn Sie denen ein Stück Dauerwurst geben, ja, zerlegen Sie das in sämtliche Bestandteile. In Fleisch, Fett, Salz, Pfeffer, Darm. Knoblauch. Wie? Knoblauch. Wir haben welche mit und ohne Knoblauch. Ja, ja. Hier. Das Haar an Reklamation, das sage ich, das sehe ich schon förmlich. Die Kunden steigen uns aufs Dach. Und erst die Kunden von den Kunden. Mein lieber Scholli. Aber nicht mit uns. Mein Chef ist im Urlaub und ich trage die Verantwortung für den Wareneingang. Aber diese Butter hier, die ist mit gutem Gewissen jedenfalls nicht zu verantworten. Das habe ich doch alles schon der Gewerbepolizei gesagt. Ja, also jetzt mal schön der Reihe nach, Herr Wind.
Die Lieferung der Nordfett GmbH kam also in Wirklichkeit von einer Firma Schöffler & Co. Ja. Mit der wir noch nie etwas zu tun hatten. Und die ist, wie gesagt, ein Extrahierwerk. Extrahierwerk? Ja, das die Rückgewinnung besorgt, Herr Roth. Ich vermute Folgendes. Die Butter wird aus irgendetwas zurückgewonnen. Durch Extraktion, verstehen Sie? Ach so, ja. Also, das war doch schon mal da. Ja, Subventionserschleichung, Herr Roth. Waren aus EG-Beständen werden ausgeführt und wieder eingeführt. Bei der Ausfuhr wird Subvention gewährt. Darum geht es. Ja, leider wissen wir bisher sehr wenig, Herr Wind. Aber auf alle Fälle war es richtig, dass Sie sich an uns gewandt haben. Vielen Dank, ich habe nur eine Bitte. Ja. Mir wäre es allerdings sehr lieb, wenn ich, also ich meine, dass der Wink von uns kommt, braucht vielleicht nicht unbedingt. Ja, wir sind auch auf Diskretion aus, Herr Wind, nicht? Ja, vielen Dank. Sollte noch irgendwas sein? Ja, ja, Telefonnummer? Sie hören von uns. Wiedersehen. Haben Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Ausfuhr von EG-Butter an ein Drittland. Import in veränderter Form, Rückgewinnung von Butterfett. Oh, ein ganz hübscher Brocken für den Anfang für Sie, Hans. Immer gleich sehe ich den Staatsanwalt nachreiche. So viel habe ich schon in Erfahrung gebracht, Herr Roth. Dieser Herr Werner, der Inhaber der Nordfett, ist verreist. Sein Prokurist heißt Klaus. Nein, der ist auch verreist. Nein, der ist da. Sie sind verreist. Was kann Ihnen schon passieren? Ich habe doch gleich geschaltet und Ihnen gesagt, Sie wären auf Reisen. Ziel unbekannt. Mensch, das sieht doch einer frei nach Flucht aus. Hätten Sie denen wenigstens gesagt, zur Kur. Oder meinetwegen auf Wanderurlaub durch den Spessart. Den hat mir Dr. Bergmann sowieso schon oft empfohlen. Herrje, was können die bloß wollen? So, Herr Werner, jetzt trinken wir erst mal was Frisches. Sehr nett, danke. Bitte schön, Herr Werner. Im Grunde kann gar nicht viel passieren. Das Extrahieren ist nicht verboten und ebenso wenig verboten ist die Einfuhr von Würze aus dem Ausland. Also. Naja, Sie vergessen bloß, dass wir es waren, die Butter ausgeführt haben, die in der Würze steckt. Und dass wir Subventionen kassiert haben. Die Butter ist über Ihren Freund René Schatz ausgeführt worden. Vergessen Sie das nicht. Nee, nee. Wenn Sie denen schon gesagt haben, dass ich verreist bin, dann will ich auch verreisen. Besorgen Sie mir eine Flugkarte. Wohin? Ja, wohin? Irgendwohin, wo es nicht so kalt ist, nicht so warm ist und möglichst weit weg. Es hat keinen Zweck, extra noch einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Der hohe Anteil von Butterfett beweist ziemlich eindeutig, dass es den Nordfett-Leuten eben darauf ankam. Sie meinen also, Herr Staatsanwalt, Sie könnten nicht behaupten wollen, einen neuen Artikel aufgenommen zu haben? Und wenn? Uns kommt es darauf an, dass Sie nachweisbar das Butterfett wieder herausextrahiert haben. Allerdings, Sie werden wahrscheinlich sagen, dass Sie mit der Einfuhr dieser sogenannten Würze nur die Zollbestimmungen umgehen wollten. Nur, sagen Sie? Das EG-Recht kennt anders als das deutsche Abgabenrecht keinen Umgehungstatbestand. Schon vor einigen Jahren hat der Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, auf eine entsprechende Änderung des EG-Rechts hinzuwirken, aber leider bisher vergebens. Wie sollen wir denn die Nordfett-Leute anders fassen? Betrügerische Absichten sind anders schwer nachzuweisen. Dann müssten die nicht wenigstens die Einfuhrumsatzsteuer nachträglich bezahlen. Oder die Gebühren für den Import nach 21.07 Zoll Ausfuhrstelle, eins von beiden. Oho, Import. Das setzt voraus, dass die Nordfett die Butter erstmal ausgeführt hat. Genau das wäre der Punkt, über den Sie stolpern müssten. Die kassierten Ausfuhrsubventionen. Die Ausfuhr erfolgt in die Schweiz. Genau genommen natürlich über einen Mittelsmann. Und dann weiter nach Bulgarien. Aber dieser René Schatz ist erstmal der Abnehmer. Weisen Sie mal nach, dass René Schatz im Auftrag der Nordfett handelte. Ach, das ist doch unglaublich. Was wollen Sie, Frau Scholz? Ich sehe keinen Grund zur Unzufriedenheit. Rund 5 Millionen Kilo hat Werner nach Bulgarien geschafft. Das ist doch wahrhaftig kein Pappenstiel, Herr Staatsanwalt. Aber nur einen Teil davon hat er als Würzmittel zurückgekriegt. Den Rest haben wir ihm versalzen. Dafür muss er berappen.